Hallöchen und willkommen zurück zur nächsten Aufnahme von Black Prophecy Prologue. Ja, es gab jetzt schon längere Zeit keine Folgen mehr von Black Prophecy. Das lag aber auch daran, dass seit der Umstellung des Accountsystems bei Gamigo es meinen Account angeblich gar nicht mehr gab. Ja, hab die Typen da gleich mal angeschrieben, haben sie gesagt, ja, das sind noch so ein paar Probleme, bla bla bla. Wir entschuldigen bitte die Unannehmlichkeiten, blablablub. Und ja, eine ganze Zeit lang später kriege ich auf einmal eine Mail, ja, wir haben Ihren Account mit allen Sachen hier wiederhergestellt und so weiter und so fort. Und ja, da dachte ich mir, oh, schön, habe auch gleich mal geguckt, ob alles funktioniert, geht alles und ja, jetzt kann das LP auch endlich mal weitergehen. Allerdings wird noch eine ganze Weile vergehen, bis ihr diese Parts hier seht, weil ich nämlich den Prolog erst zu Ende spielen will, beziehungsweise zu Ende aufnehmen und dann hochladen werde. Ja. Und auch eine Änderung, das seht ihr. Oh, ich habe was vergessen, merke ich gerade. Und deshalb sage ich mal bis gleich, ne? So, da wäre ich dann jetzt wieder. Mal gucken. Funktioniert es? Ja, jetzt geht es wieder. Ich habe nämlich die Steuerung des Spiels mal von Tastatur und Maus auf Gamepad bzw. Controller umgeschaltet. Ja, ich sitze jetzt gerade mit einem meiner PS3-Controller am Rechner angeschlossen und versuche mal damit hier zu spielen. Allerdings habe ich nicht alle Tastenfunktionen auf den Controller unterbringen können. Mausmodus und so weiter geht, auch die Maus lässt sich dabei bewegen. Doch lustigerweise habe ich den Feuerknopf auf X gesetzt und das müsste somit auch gleichzeitig der Knopf für die linke Maustaste sein, womit ich hier eigentlich auch die Buttons drücken könnte, doch irgendwie will er nicht. In der anderen Einstellung war es, indem ich den linken Stick gedrückt habe, aber das funktioniert hier leider auch nicht. Und deshalb, ja, muss ich solche Sachen dann doch mal mit der Maus machen. Finde ich eigentlich schade. Ja, was müssen wir denn jetzt eigentlich nochmal hier machen? Das war die Enzyklopädie. Nein, die wollte ich nicht. Ah, hier Questlog. Lege 10 Verteidigungstürme im Nimbus frei. Auf der Jagd nach Aufklärern. Vernichte 10 Jadbaran-Aufklärer. Könnte ich ja mal... Ah, nein. Falscher Knopf. Da. Irgendwas musste ich doch hier auch noch machen, wenn ich mich recht erinnere. Ist schon ein Weilchen her, dass ich das gespielt habe. Ach, kein Signal. Contact Professor Davlieri in the Spire Station to get more missions. Da war's ja. Ich muss den nackten Doktor hier mal kontaktieren. Finally, Naraja. I've been waiting up here for over 2 hours. Do you have the Mora diagrams for toxic plasma concentration? Oh, sorry, I thought you were my daughter. It's all a bit hectic here today. I'm sure you've heard about the sneak attack and the Kankumaru. It will have serious consequences, no doubt. I'm Professor Davlieri, by the way. We've been working very hard here on a medical solution for, rejection of artificial medulla spinalis. Yes, well, it doesn't concern sapiens like you anyway. Hey. Okay, erzählen Sie weiter. We've examined the recordings from your shuttle's camera several times, and we're absolutely positive that those things are not any sort of technology known to us. The artifacts are probably part of a defense system as old as the geoglyphs themselves. We need to recover at least one of those drones so that we can learn more about its functions and properties. According to the shuttle data records, they seem to have been activated only when the geoglyphs were scanned. We need to find out more before we can say for sure that there is a connection. Dr. Rana thinks highly sensitive ground sensors could have activated the artifacts. It's interesting that the drone's creators chose to disguise them as asteroids. Please try to recover one of these artifacts for us. Make sure it doesn't get damaged. Let us know once you've reached the Nimbus. Okay. Wir haben einen neuen Sektor freigeschaltet. Sentinel. Nehmen wir das hier noch im Mausmodus raus. Und, was sagt denn hier der Auftrag? Dr. Davlieri hat sie zurück in den Nimbus geschickt, um dort ein
als Asteroiden nach weiteren unbekannten Objekten zu suchen. Doch ich bin am Überlegen, ob ich erstmal hier diese Quest machen soll. Dann fange ich mit dem Einfachen für Stufe 1 an. Jadbaran-Aufklärer zerstören. Dann mache ich das dann auch gleich mal. So, Nimbus. War noch ein Nimbus, oder? Da war das in Kamsa. Botschafterin Wodi hat ihnen Auftrag gestellt. Nimmt. Aha, da. Also dahin. So, ich hoffe mal, ich stelle mich jetzt mit der Controller-Steuerung nicht allzu blöd an. Da ich ja jetzt auch Tastatur und Maus gewohnt bin. So, wir warten hier erstmal, bis wir auf Überlicht springen können. Was hier jetzt der Fall ist. Oh, ich hoffe mal, ich denke dran, rauszuschneiden. Ja, weiter. Ah. Fliege zur Godo irgendetwas. Sapient Ship. This is the Godaden. You are within weapons range. Slow down immediately and justify your presence. Very well, Escort Shuttle. Ambassador Voy just confirmed your details. Two fighters will escort you to the flight bay. Wait for your escorts. Your mission ship is waiting on flight deck 14. Start it and take off immediately. Any delay during your stay on board the Godaden will result in immediate arrest. You will receive further instruction once you have left the Godaden. Ambassador Voy will contact you. Over. Wie schön, dass er auch mit den Lippen weitergesprochen hat. Und das ist jetzt doch schon eine der Kampagnenmissionen, sag ich jetzt mal. Die wollte ich eigentlich noch gar nicht machen. Naja. Dann mache ich die jetzt halt. Die muss ich ja eh früher oder später machen. Sapiens, return to the position assigned to you. Ja, ist ja gut. Otherwise we will be forced to end your sad little existence. Ich muss ja bei meiner Eskorte bleiben, sonst werden die sauer, die Typen. Ich darf jetzt auch nicht zu sehr in den Navigationspunkt da reingraben. Mir ist aufgefallen, dass die Analogsticks bei meinem Controller ziemlich empfindlich sind. Ich bewege den hier gerade nur im Millimetermaß. Langsam, langsam, langsam. Bisschen schneller ruhig. So. Sehr schwere Aufgabe. Ah, schönes Schiffchen. Das will ich später auch in Black Prophecy Tactics haben. Ja, die Closed Beta davon spiele ich übrigens auch. Ziemlich nettes Spiel. Und da bekommen wir unseren ersten Tai-Abfangjäger. Den haben wir jetzt noch nicht dauerhaft, nur für diese Mission. Was hat denn der eigentlich so für Ausrüstung? Gucken wir mal. Kunterbunt gemischt. Ja. Na, man kann ja auch hier bei Teile gucken. 15, 15, 15. So, how does it feel to fly a Tarpon? Sorry for the bad connection. I'm afraid it's because of the magnetic field around Clave. I've sent you the coordinates of the Kamsa. The transporter will be escorted by a squadron of smaller ships. Weaver escorts, to be precise. They're obviously the squadron the Jadbaran stole during the attack on the Sebulon. Mm-hmm. How ironic that they would use the Genite's own fighters as an escort. The transporter has already passed the planet Mu and has reached the orbit of Abaddon. We assume the ships are headed for Clave, or one of its many moons. Fly to the outer system and intercept that ship. Under no circumstances can the Kamsa be allowed to reach Clave. If it does, the whole system will be flooded with synthetic drugs. Make the Jadbaran choke on their own poison. Am I making myself clear? Absolut klar. Good. Then bring the Tarpon back safely to the Godaden when you're finished.
But remember, if the Kamza reaches Cleave, it will be virtually impossible to locate the transporter in the atmosphere. So don't hesitate. Ah, yes, before I forget, you appear to have gained a certain amount of notoriety. Stellar Vox is linking you directly to the poison gas attack on the Kanku Maru, and is also in possession of the flight list of all the pilots in action during the attack on the Cebulon. Your name is on that list, too. The androids have picked up your trail. Congratulations. You've become a political issue. Stellar Vox has sent a swarm of media drones out to comb the entire system for you. Just so you know, in case one of those camballs pops up right in front of you. I'll leave it to you whether you want to give Stellar Vox your best smile or blast those snoops to pieces. Just think about what your freedom's worth to you. See you. Okay. Und schon wieder die nächste Cutscene. Ach, ist ja herzallerliebst. Wir haben ja nicht genug davon. Was ich da nochmal genau machen musste? Ach ja, genau. Wie schön, dass der Jäger auch so aussieht wie der, den wir da haben. Oder ist das ein anderer gewesen? Na egal, ich halte mal die Klappe. So, jetzt geht's anscheinend los. Oh, ich habe 2 Minuten Zeit. Na dann. Gegner aussehen. Ich habe gesehen, der hatte schwere Waffen. Switching to long range combat. Boah. Ich bin nicht gewohnt, mit den Waffen zu schießen. Oh. Gleich! Ja. Gleich 3 Geniden abgeschossen. Schon. Das sieht unsehen so merkwürdig aus. Ach, geht aber doch ziemlich leicht, die abzuschießen. Leichter als ich dachte mit den Waffen. Im Normalfall wäre ich jetzt tot gewesen. Hier. Ah, dafür muss ich jetzt leider mal wieder die Maus benutzen. Weil hier interagieren konnte ich leider nicht mehr auf dem Gamepad unterbringen, wie bereits gesagt. Muss ich jetzt manuell hinfliegen? Oder springe ich jetzt? Ah, ich fliege automatisch, gut. Wie gesagt, ich weiß jetzt leider nicht mehr so viel von dem Prolog. Ich habe den jetzt auch schon länger nicht mehr gespielt. Ach, ist das schön hell. So, jetzt muss ich hier den Transporter abschießen. Wenn ich treffe. Ich sollte nicht unbedingt hier bei stehen bleiben. Na, plündern kann man hier leider noch nicht. Upsala. Ja, komm schon. Nächster Geschützturm. Nein, was war das? Das ist nicht. Also das stimmt auf jeden Fall. Nächste Schwachstelle, wo ist denn die? Nee. Nein, 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 stehen bleiben. Dann. Ach, die ist da ganz vorne. Aber ich glaube, ich muss die nicht unbedingt in der Reihenfolge erledigen, oder? Weiß ich jetzt. So, aufrichten. Bitte nicht wundern, wenn ich mal etwas ungeübt mit der Steuerung bin.